Wolfgang Kluth, Trainer der Kölner Rot-Weißen. 9:5, zur Pause 6:3. Was macht den Unterschied der beiden Mannschaften aus? Ja, ich glaube, personell ist es schon ein Unterschied. Wir haben doch den einen oder anderen Nationalspieler. Und heute haben wir sehr konzentriert gespielt, besonders in der Defensive. Und nach dem knappen Spiel gegen Neuss letzte Woche, wo wir mit blauen Augen davon gekommen sind, waren wir heute hoch konzentriert. Und ich glaube, das war ausschlaggebend, dass wir in der Konzentration heute einfach die ganze Zeit über top waren. Ja, so viel schlechter war der DHC vom Spielerischen her nicht, aber beim Chancenausnutzen haperte es beim DHC und das haben deine Jungs richtig toll gemacht. Wir hatten heute einen sehr guten Torwart, muss man sagen, der auch in entscheidenden Phasen alles gehalten hat. Der Viktor Ali ist ja U21-Nationaltorhüter, der hat heute für Max Weinhold gespielt, der hat die dicken Dinger gehalten. Und das war, glaube ich, der Schlüssel dafür, dass wir immer vorne waren. Und umgekehrt, außer den Ecken, haben wir aus dem Spiel raus unsere Chancen heute wirklich gut genutzt, muss man sagen. Ja, es war auch endlich mal ein Spiel, wo beide Mannschaften ihre Ecken sehr gut ausgenutzt haben, was man manchmal ja nicht der Fall hat, denn eine Mannschaft tut es und die andere nicht. Aber heute war es gut, beide haben es gemacht. Wie geht es jetzt weiter für euch auf dem Weg ins Viertelfinale? Ja, zunächst mal war es ganz, ganz wichtig, dass wir das Spiel heute gewonnen haben, weil es scheint so zu sein, dass Uhlenhorst Mülheim dieses Jahr wirklich ja, eine Bank ist und einen der beiden Playoff-Plätze belegen wird. Jetzt gehen wir ja, mit dem guten Spiel heute in eine Pause. Und Anfang Januar, 5. 6. Januar an dem Wochenende ist, glaube ich, bereiten wir uns vor, spielen gegen Uhlenhorst, um schnell wieder in Rhythmus zu kommen. Und dann gucken wir, dass wir einen der beiden Playoff-Plätze belegen. Wer steigt ab aus der Gruppe? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, Neuss, Gladbach heute unentschieden. Also letzte Woche die Neusser, die, glaube ich, im Moment noch Tabellenletzter sind, hatten uns am Rande einer Niederlage. Die haben da wirklich richtig gut gespielt. Also da möchte ich mich nicht festlegen. Das kann man nicht sagen, wirklich nicht. Na gut, dann viel Erfolg euch und vielleicht sehen wir uns dann in Berlin bei der Endrunde. Danke, Wolfgang.